Wahnsinn, solche Muckis. Lisa Buckwitz, 23, unser Goldmädel bei Olympia in Pyeongchang. Im Zweierbob. Lisa, eine echte Supersportlerin. Und mit dieser Hammerfrau darf ich heute den Eiskanal runter. Der Eiskanal am Königssee, eine der anspruchsvollsten Bob- und Rodelbahnen überhaupt. 1,6 Kilometer lang, 18 knifflige Steilkurven, irre Fliehkräfte. Spitzengeschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometer. So, jetzt aber erstmal auf Anfang. Ich krieg Profi-Klamotten. Okay, passt, passt. Und ich glaube, die Schuhe sind was ganz Besonderes bei euch, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich Eisspikes drunter, damit wir nicht wegrutschen am Start. Wie krass. So ähnlich wie eine Drahtbürste beim Grillen. Ein schöner Vergleich. Ja. Okay. Da brauchen wir noch Handschuhe. Mhm. Passt, super. Und Helm, ne? Genau. Ich finde das so schon ganz schön schwer. Ja, hat ein ordentliches Gewicht. Alles zusammen. Krass. Und jetzt fehlen uns noch die Anzüge, oder? Genau, die Rennanzüge noch. So, und da seid ihr jetzt nicht dabei. Auf gar keinen Fall. Wir müssen uns nämlich umziehen. Also alleine in die Klamotten reinkommen. Oh Gott. Das ist echt ein Krampf. Alles brutal eng, denn je weniger Luftwiderstand, umso schneller sind wir auf der Bahn. Diese Anzüge sind sau dünn. Sag mal, frierst du da nicht? Also jetzt vielleicht schon, wenn ich rausgehen würde, aber normalerweise, dadurch, dass ich sehr aufgeheizt bin vorm Start, Adrenalin drin habe, da geht das dann, da merkt man das nicht so. Ja, wenn man dann unten ankommt im Ziel, dann fängt so das Bibbern an. Hast du irgendein Ritual eigentlich vorher, was du unbedingt machen musst? Also ich habe immer mein Glücksarmband drum. Ah, das hier, ja, das von meiner Oma. Hoffentlich reicht Omas Glück heute für uns beide. Gerade startet das erste Rennbob-Taxi. Wir sind die Nächsten. Noch bin ich super entspannt. Logo. Dank Lisa. Beim Rennbob-Taxifahren normalos immer mit Profis. Die Gästefahrten, zusätzliches Training für die Bob-Elite. Für 90 Euro kann jeder im Original-Wettkampf-Bob mitfahren. Was wiegt denn dieses Monster? Also ein Viererbob 210 Kilogramm und jetzt der von den Frauen also 170 Kilogramm leer, ohne irgendjemand drin. Ja, und den schiebst du einfach so locker los. Genau. Hammerhart. Lockerlässig. Aber im Endeffekt sitzt ihr doch echt komplett auf dem Blech, oder? Ja, sehr hart. Also wenn es eine Bande gibt, dann gibt es auch blaue Flecken. Hast du denn eigentlich noch Angst, wenn du dich in den Bob setzt? Kommt auf die Bahn drauf an. Ich hatte immer als Anschieberin in Whistler Angst, weil das halt die schnellste Bahn der Welt ist und du dann mit 150 Stundenkilometer da den Eiskanal runterrauscht. Hoffentlich setzen wir jetzt diesen 100.000-Euro-Bob nicht in die Bande. So langsam wird's mir ein bisschen schlecht. Die Einweisung vom Start kriege ich von Matthias Böhmer, selbst ehemaliger Juniorenweltmeister, mein Pilot heute. Nicht winken während der Fahrt, das ist ganz wichtig. Schön aufrecht sitzen bleiben, so wie es jetzt ist. Also den Sitz komplett ausnutzen. Außer du hast Angst, dann kannst du ihn klein machen. Das ist ganz wichtig. Wenn Bob kann stürzen, ist was, der würde auf die Seite kippen und dann weiterrutschen. Wenn das passiert, ist es erstmal scheiße. Deswegen machen wir es auch nicht, oder? Dann starten wir, oder? Ins Ungewisse. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und los geht's. Der ganze Bob wackelt und scheppert wie ein Panzer. Absoluter Geschwindigkeitsrausch, da hält keine Achterbahn mit. Nach nicht mal einer Minute ist es vorbei. Mir kam's ewig vor. Das ist ja unglaublich. Das stimmt. Es ist der Wahnsinn. Es ist auch mit nichts vergleichbar. Es macht sau viel Spaß. Und es ist total irre, ehrlich. Also, das war mein Herz gerade. Wahnsinn. Geil. Vielen Dank. Ja, so, schau her. Gratuliere zur ersten Bobfahrt. Yay!